Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema, gibt es Rassen? Was das bedeutet, erfahren Sie nach dem Vorspann. Bis gleich. Gibt es Rassen? Was ist das überhaupt? Und ist das Einzahlen und Realisieren von unterschiedlichen biologischen Abstammungen und Rassen schon rassistisch? Und was ist das Abstammungsprinzip? Darum geht es in diesem Video. Ein kleines Vorwort: Dieses Video hat nichts mit einer NS-Rassenlehre, Rassentheorie oder Rassenideologie zu tun. Dieses Video beschäftigt sich vielmehr mit dem Abstammungsprinzip. Dazu aber später mehr. Kommen wir nun zum Thema, gibt es Rassen? Ich habe mir wieder ein paar Notizen gemacht. Ja, heutzutage wird gerne behauptet, es gibt keine Rassen, es sei frei erfunden. Tierrassen hingegen gäbe es dann schon. Aber die Frage ist, was würde erstmal dagegen sprechen, dass es auch Rassen bei Menschen gibt? Weil Mensch und Tier gelten doch beide als Säugetiere, oder nicht? Um die Frage vorweg schon mal zu beantworten, es gibt unterschiedliche biologische Abstammungen und es gibt unterschiedliche Ethnien bzw. Rassen. Das Wort Rasse ist natürlich etwas verpönt aufgrund der Vergangenheit, dazu kommen wir gleich auch noch. Im Ersten unterscheiden wir sowieso schon mal zwischen Europäern, Asiaten und Afrikanern. Europäer sind ja weiß, Afrikaner sind schwarz und Asiaten wohl dezent gelblich, aber haben zum Beispiel eine andere Augenform. Da unterscheiden wir auch schon mal zwischen diesen biologischen Abstammungen und dort machen sich ja auch schon äußerliche Merkmale bemerkbar. Überhaupt nichts Schlimmes. Das Wort Rasse ist heutzutage ein klein wenig verpönt aufgrund der Vergangenheit. Im Dritten Reich gab es die NS-Rassenideologie und den Holocaust, welcher rassistisch geprägt war, womit wir allerdings nichts zu tun haben. Wir haben natürlich nichts mit Rassismus zu tun, denn Rassismus ist der Glaube und die Ansicht, dass Menschen anderer Ethnien bzw. Rassen minderwertiger seien als der eigene und dass deren politische und soziale Unterdrückung deshalb gerechtfertigt ist. Wir unterdrücken hier niemanden und wir sehen auch niemanden anderes als minderwertig. Im Gegenteil. Wir sehen alle Menschen und alle Ethnien, alle Rassen als gleichwertig, jedoch nicht als gleichartig an. Und das ist ja ein Unterschied. Und wir unterscheiden ja auch. Halten wir fest, es gibt unterschiedliche biologische Abstammungen, es gibt unterschiedliche Ethnien bzw. Rassen. Die Realisierung von Rassen, Rassenrealisierung, ist kein Rassismus. Das, was wir hier anwenden, ist das sogenannte Abstammungsprinzip. Das hat nichts mit einer NS-Rassenlehre zu tun. Die Frage ist, was ist das Abstammungsprinzip? Ja, das Abstammungsprinzip begründet sich durch die biologische Herkunft der Vorfahren und durch das eigene biologische Aussehen der eigenen Ethnie bzw. Rasse oder biologischen Abstammung. Sie ist die Lehre des Blutes, welche die eigene Blutlinie und Abstammung der Ahnen und Urahnen verfolgt. Das heißt, man wird als das geboren, was man ist bzw. was die Vorfahren von einem waren. Das ist zum Beispiel eine sehr häufig gestellte Frage. Wenn ein Afrikaner in Deutschland geboren ist, ist er dann ein Deutscher? Nein. Wenn er als Afrikaner hier geboren wurde und vielleicht auch einen deutschen Pass hat, ist er weiter ein Afrikaner. Wenn meine Wenigkeit jetzt in China geboren wird, bin ich dann auch ein Chinese? Sehe ich asiatisch und chinesisch aus? Nein. Und das wird auch das chinesische Volk mir sagen. Ich bin kein Chinese, ich werde niemals ein Chinese sein. Und selbst wenn ein Stück Papier etwas anderes besagt, die Abstammung sieht man ja und die wird auch immer da bleiben, egal was ein Stück Papier sagt. Das ist das sogenannte Abstammungsprinzip. Und das Geburtsortprinzip hat auch damit dann nichts zu tun, im Gegenteil. Ebenfalls, wenn ein Asiate in Afrika geboren wird, wird er immer ein Asiate bleiben. Er hat nun mal diese Abstammung und das lässt sich nicht leugnen. Und auch ein Stück Papier wird die Abstammung und auch das eigene Blut, die Gene und so weiter niemals ändern können. Ein Pferd, was in einem Kuhstall geboren wird, wird auch nicht zu einer Kuh. Das ist so. Das ist das Abstammungsprinzip. Man geht also nicht nach der jeweiligen politischen Bestimmung aus, wie zum Beispiel ein Ausweis, ein Pass, ein Stück Papier oder Integration, sondern durch die Naturgesetze der eigenen Abstammung. Die Anerkennung verschiedener Völker, Ethnien bzw. Rassen und Kulturen
Das Abschöpfungsprinzip ist zeitlos und immerfort an Naturgesetzen gebunden. Es ist kein Rassismus und keine NS-Rassenideologie. Ein interessanter Aspekt ist, bis zum Jahr 2000 galt das Abstammungsprinzip sogar noch in der Bundesrepublik Deutschland, bis es dann leider vom Geburtsortprinzip, völliger Blödsinn, durch Alt-68er antideutsche und wurzellose Karrieristen und Globalkapitalisten ersetzt wurde. Quelle Innenministerium, Link in der Beschreibung, ich kann sie nochmal gleich einblenden. Andere Nationen und Völker wenden das Abstammungsprinzip im Gesetz, in der Theorie weiter an, in der Praxis, wie jedermann sowieso. Aber für antideutsche Rassisten gilt das schon als Rassismus. Völliger Blödsinn, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Hier wird ein Problem geschaffen, was keins ist. Hierzulande gibt es aber eine große Hoffnung. Es gibt nationale und patriotische Parteien, die sich ebenfalls dafür einsetzen, dass das Geburtsortprinzip gestrichen wird und man zum Abstammungsprinzip zurückkehrt. Zurück zum Thema Rassen. Unterschiedliche Rassen und biologische Abstammungen gibt es auf der ganzen Welt. Entstanden durch unterschiedliche klimatische, aber auch evolutionstechnische Bedingungen. Bei Mensch und Tier ist eine rassenübergreifende Vermehrung theoretisch möglich, bei Menschen sowieso. Was man im Volksmunde und umgangssprachlich bei Nachwuchs einer solchen Rassenmischung als Mischling bezeichnet, wie zum Beispiel bei Hunden. In der Praxis kann es natürlich anatomisch und körperlich zu Schwierigkeiten kommen, aber die Befruchtung ist theoretisch in allen möglichen Kombinationen möglich. Weil durch Rassenmischung Nachwuchs möglich ist, gibt es dann aber dementsprechend gemischtrassige Nachkommen. Wenn man allerdings die Abstammung des eigenen Volkes erhalten will, bleibt man unter seinesgleichen, unter seines eigenen Volkes, damit das eigene Volk dann nicht ausstirbt. Antideutsche Rassisten und kranke Extremisten wollen dies nicht. Sie wollen im Gegenteil, sie schreien Deutschland verrecke und fördern eine Mischung mit Absicht, damit das eigene deutsche Volk ausstirbt, obwohl sie selbst deutsche Abstammung sind. Unerklärlich und unverzeihlich. Was sind eigentlich die genauen Unterschiede bei unterschiedlichen biologischen Abstammungen oder Ethnien bzw. Rassen? Wir haben zwar alle Hände, Füße, Beine, Ohren, Organe und so weiter, aber die rassischen Merkmale äußern sich anders. Was beim Hund das Fell oder die Ohrform ist, das ist bei Menschen die Hautfarbe oder die Augenfarbe. Unterm Strich spricht also nichts dagegen, das Bestehen von Menschenrassen anzuerkennen, wie es Rassen bei Tieren gibt. Schwalben und Amseln sind auch Vögel, Dackel und Schäferhund sind auch Hunde, Asiaten, Afrikaner, Europäer sind auch Menschen, nur mit unterschiedlichen rassischen, biologischen Merkmalen. In anderen Ländern geht man mit diesem Thema auch ganz normal um. Außer natürlich in der von Alt-68ern unterwanderten Bundesrepublik Deutschland, welche mithilfe ihrer unterwanderten Ämter daran interessiert ist, alles und jeden sofort als Nazi und rechtsextrem zu bezeichnen, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Wo glorifizieren hier wir das Dritte Reich und wo sagen wir, dass andere Menschen oder Ethnien minderwertiger sind als wir? Nirgends. Tja. Aber was gilt heutzutage nicht als rechtsextrem? Auch in anderen westlichen Ländern ist das Rassenkonzept kein Problem, wie hier zum Beispiel in diesem Video. Can you imagine the pressure that Lewis would have been under? Können Sie sich vorstellen, welcher Druck auf ihm lastete? Er kämpfte nicht nur für seine Rasse, sondern stellvertretend für die USA gegen den Nationalsozialismus. Im Falle einer Niederlage würde er nicht nur seine Rasse blamieren, sondern alle Amerikaner, inklusive Präsident Franklin Roosevelt. In anderen Ländern ist man stolz auf die eigene Abstammung, stolz auf die eigene Rasse. Fühle ich mich jetzt sozial unterdrückt oder benachteiligt? Im Gegenteil, ich freue mich für die anderen Völker. Ein Afrikaner kann stolz Afrikaner zu sein, ein Asiate kann stolz ein Asiate zu sein, ein Chinese kann stolz ein Chinese zu sein, ein Franzose kann stolz ein Franzose zu sein, ein Europäer kann stolz ein Europäisch zu sein und ein Russe kann stolz ein Russisch zu sein, ebenso wie ein Türke stolz sein kann, Türke zu sein, nicht nur von der biologischen Abstammung, auch von seiner Kultur und seinem Volke. Solange alles friedlich bleibt, ist doch alles schön und gut, oder nicht? Was spricht dagegen? Nichts. Was ist daran schlimm, dass ein Afrikaner stolz ist, schwarz zu sein, seine Kultur zu halten, sein Volk zu ehren und seine Nation und die Kultur zu leben? Nichts. Es spricht nichts dagegen. Warum auch? Ebenso wie ein Schwarzer stolz sein kann, schwarz zu sein, kann ein Asiate stolz sein, Asiate zu sein und ein Europäer hat auch das Recht, stolz Europäer oder weiß zu sein. Es spricht nichts dagegen und es ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2021 drehen einige gute Menschen bei dem Thema durch, da sie sowieso beratungsresistent und umerzogen sind, sowie auch keine anderen Meinungen und Diskurse zulassen.
Man sieht es doch auch mit dem bloßen Auge, dass es unterschiedliche Abstammungen und Ethnien gibt. Wenn ein Südländer hingegen sagt, dass es Rassen gibt, sind diese Gutmenschen natürlich leise. Der darf das seltsamerweise sagen. Oder wenn es ein Afrikaner sagt. Wenn es aber ein Deutscher sagt, oh, um Gottes Willen. Mittlerweile werden aber schon Schwarze oder auch Südländer oder Asiaten als Nazi bezeichnet, wenn sie stolz auf ihre Rasse sind. Völliger Blödsinn. Es gibt ja auch einen YouTube-Kanal, der heißt Achse Ost-West von dem Feroz Khan. Und selbst der hat ein Video zum Thema gemacht, gibt es Rassen? Und das ist auch wunderbar, das müssen Sie sich auch unbedingt mal anschauen. Ist diese Person jetzt auch ein Nazi? Fragezeichen. Nein, ist er nicht. Und das Thema hat auch mit Nazi-Sein nichts zu tun. Aber was gilt heutzutage schon nicht als Nazi? Traurig eigentlich. Ja, da drehen dann die Gutmenschen und antideutschen Rassisten wieder durch, weil sie keine anderen Meinungen zulassen und ihr Weltbild dann zerstört wird. Traurig, wie man mit diesen naturwissenschaftlichen Fakten und auch mit der Geschichte umgeht. Eigentlich traurig. Kennen Sie eigentlich den berühmten afroamerikanischen Boxer Muhammad Ali? Der ist sehr berühmt. Selbst der hat eine Meinung zu diesem Thema und das Video kann ich Ihnen gerne noch mal einblenden. Bitte schön. Another thing, when you say integration, it comes on the end of marriage too, right? All right. Been together. Right, sure. And I'm sure no intelligent white person watching this show, no intelligent white man in his or her right white mind, want black boys and black girls marrying their white sons and daughters and in return introducing their grandchildren as half-brown, kinky-haired black people. I wouldn't object to that. Well, you wouldn't, but a lot of them would. Well, I'm sure a lot of people would. No, it's just the point. What I'm trying to say is this. And you don't have it. You say you don't, but you don't have it. You really ain't going to have it. You're on the show and you got to say that. No, that's not true. Why would you want to do that? Because I don't think I'm any different from you, you see. Yeah, we're much different. I think society's made us different. You know we're different. We're all together. But society's different. Made us different. No, not society. God made us different. No, we're just human beings. He made all of us. Listen, blue birds fly with blue birds. Red birds want to be with red birds. Listen. Tell me when I'm wrong. Pigeons want to be with pigeons. But tell me when I'm wrong. We should have. They don't have intelligence, but yet they stay together. We should have more intelligence than them, right? Buzzards are with buzzards. Right? Buzzards are with buzzards. Bluebirds are with bluebirds. They all are birds, but they've got different cultures. The eagles like to hang out in the mountains. The buzzards like to fly around the desert. Well, the bluebird like to fly around the trees and the grass. There'd be certain problems, a buzzard mating with a sparrow, wouldn't there? What? There'd be certain... Right. And we have the problems, too. I don't see no black and white couples in England or America walking around proud holding their children. That's because society... And going out. That's society's fault. We've got to educate people around it. Well, life is too short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. I ain't that much in love with no woman to go through all that hell. Ain't no one woman that good. You understand? I understand, yeah. I do understand. I think it's sad that it ain't sad because I want my child to look like me. Every intelligent person wants his child to look like him. I'm sad because I want to blot out my race and lose my beautiful identity. Chinese love Chinese. They love the little slanted-eyed, pretty brown-skinned babies. Pakistanis love their culture. Jewish people love their culture. A lot of Catholics don't want to marry them, but Catholics. They want the religion to stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race? You're a hater of your people if you don't want to stay who you are. You shame what God made you. God didn't make no mistake when he made us all like we were. I think that's a philosophy of despair. Despair. I really do. It ain't no despair. Yeah? Number one, can't no woman. Let me tell you something. I'll tell you. Listen, no woman on this whole earth, not even a black woman in Muslim countries, can please me and cook for me and socialize and talk to me like my American black woman. No woman, at last, is a white woman. Can really identify with me and my feelings and the way I act and the way I talk. And you can't take no Chinese man and give him no Puerto Rican woman and holler about we in love and you emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's gonna hear some Puerto Rican music, he's gonna hear some Chinese music. And they're gonna be clashing all the time. It's just nature. You can do what you want, but it's nature to want to be with your own. I wanna be with my own. I love my people. That's Ist der afroamerikanische Boxer Muhammad Ali, welcher aus Afrika stammt, jetzt auch ein Nazi oder Rassist? Völliger Blödsinn. Ist Achse Ost-West von Feroz Khan ist auch Nazi und rassistisch? Nein. Hier dürfte für Alt-68er, antideutsche Rassisten und umerzogene Gutmenschen eine Welt zusammenbrechen. Und Muhammad Ali hat recht.
Man hält das eigene Blut rein, um die eigene Abstammung zu erhalten, das eigene Volk zu erhalten, die eigene Blutlinie zu erhalten. Das macht jedes andere Volk auch so. Das ist vollkommen normal. Es wird überall vollkommen normal behandelt. Allerdings, seit einer gewissen Zeit, hier in der Bundesrepublik Deutschland, in dem Verwaltungsgebiet, da drehen dann einige Leute durch, weil sie vollkommen umerzogen wurden. Andere Völker sind natürlich, was das Ganze angeht, noch radikaler. Zum Beispiel die Türken. Ein Beispiel gab es, oder mehrere Beispiele sogar in Westdeutschland. Dort gab es eingereiste oder emigrierte Türken. Ja, und dort hatten sie zum Beispiel Kinder gehabt und sie haben sich mit ansässigen Deutschen mischen wollen und diese haben dann sogenannte Ehrenmorde gemacht. Das ist natürlich sehr radikal, aber auch sie sehen ihr Blut als Heiligtum. Blut ist mehr als Gold. Aber dann stellt sich hier natürlich die kritische Frage, warum wohnen sie denn im fremden Land, wenn sie ihr Volk vor fremdem Blut schützen wollen in der Hinsicht? Weil dann könnten sie ja genauso gut in der Türkei wohnen und dann sich dort mit ihresgleichen theoretisch weiter fortpflanzen. Oder wenn sie hier wohnen, dann, wenn sie andere Angehörige ihres Zwerges haben, dann untereinander. Aber gut. Natürlich distanziert sich meine Wenigkeit von Ehrenmorden und so weiter, weil da hört der Spaß auf. Mord und Totschlag und andere kriminelle Machenschaften, damit haben wir nichts zu tun und wollen wir auch nichts zu tun haben. Kommen wir zurück zum Thema Rassen und Abstammungen. Bei unterschiedlichen Ethnien bzw. Rassen können Nasen-, Augen- und Lippenform unterschiedlich sein. Die Kopfgröße kann unterschiedlich sein oder auch die Haarstruktur. Nehmen Sie zum Beispiel die Haarstruktur im Vergleich Afrikaner und Europäer. Die Afrikaner haben eine andere Haarstruktur als Europäer, weil deren Haarwurzel länger und schräger in der Haut verwachsen ist. Das Altern der Haut kann von Ethnie zu Ethnie anders sein oder auch das Einspeichern von Körperfetten. In Westeuropa wird zum Beispiel das Fett mehr zwischen Haut und Organen eingespeichert und in Indien mehr zwischen den Organen. Stimmen können unterschiedlich sein. Nur um auf das Gutmenschenargument einzugehen, es sei alles Pseudowissenschaft. Irrsinn. Es ist alles belegbar und man kann die rassisch-biologischen Beispiele noch weiter fortführen. Spätestens in der Medizin muss es berücksichtigt werden. Hebammen müssen wissen, welche Abstammung der Vater hat. Die zu erwartende Kopfform bei der Geburt oder auch das zu erwartende Gewicht des Kindes hängt von der klimatisch abhängigen Biologie der Eltern ab. Ein klassisches Gutmenschenargument ist auch, es gäbe keine Rassen, es wäre auch Blödsinn, dass es Rassen gäbe, wir stammen alle aus Afrika. Angeblich vor Zehntausenden von Jahren. Das ist auch Blödsinn, neueste Funde belegen, dass die ältesten Überreste in Europa gefunden wurden. Das kann ich auch gerne einmal einblenden. Auf Google wird das leider gar nicht geändert, das ist leider auch eine gezielte Manipulation. Und selbst wenn wir alle dieselbe Abstammung von vor Zehntausenden von Jahren haben, es hat sich nun mal alles so entwickelt, wie es ist. Es gibt unterschiedliche Ethnien, es gibt unterschiedliche Rassen, es gibt unterschiedliche biologische Abstammungen, unterschiedliche Völker und es hat sich so entwickelt und es steht für die Vielfalt dieser Welt. Jetzt sind sie nun mal da. Warum will man sie denn mit Absicht vernichten? Es spricht doch für die Vielfalt dieser Welt, dass es unterschiedliche biologische Abstammungen gibt. Was spricht denn gegen die Vielfalt in der Welt? Oder sind die Linken und Antideutschen plötzlich gegen eine Vielfalt, wo sie doch immer für eine Vielfalt sind? Ja, sie preisen immer eine Vielfalt, wollen aber möglichst alles auf einem Fleck vermischen. Aber so geht eine jene Kultur und ein jenes Volk unter und das ist auch deren Ziel. Sie wollen vernichten, sie wollen zerstören. Wir hingegen wollen erhalten und wenn man erhalten will, dann muss man immer unter seinesgleichen sich weiter fortpflanzen. Das ist so. Denn sonst tritt ein Volkstod eines jenen Volkes an und das wollen wir nicht. Im Gegenteil, wir wollen erhalten und das hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Das, was die Alt-68er und die Extremisten und die antideutschen Rassisten tun, das ist Rassismus. Sie schreien ja auch nicht ohne Grund Deutschland verrecke. Sie wollen Deutschland sterben sehen und sehen die politische und soziale Unterdrückung des eigenen Volkes als gerechtfertigt. Und dann noch das eigene Volk, der eigene germanische Stamm, die eigene deutsche Volkszugehörigkeit, krank. Sie wollen einen gezielten Volkstod aller Völker, Ethnien und Abstammungen. Sie wollen alles zerstören, um die Vielfalt der Welt zu vernichten. Das alles tun sie mit der Begründung Vergangenheit, Drittes Reich und Holocaust. Völliger Schwachsinn. Was kann meine Generation dafür, was damals passiert ist? Klar, wir gedenken, dass so etwas Schlimmes nicht nochmal passiert. Aber was kann die Nachkommensgeneration dafür? Und deshalb will man das eigene Volk vernichten und noch schlimmer, andere Völker da noch mit reinziehen. Schuld ist nicht erblich. Schuld erbt man nicht. Was kann die heutige Generation dafür, was damals passiert ist?
Schuld ist nicht erblich und das ist auch die Meinung eines Holocaust-Überlebenden. Salomon Perel ist sein Name, das kann ich Ihnen gerne auch einmal einblenden. Interessant dann für die antideutschen Idioten und Gutmenschen. Der damaligen Generation Deutschlands, auch wenn es bei vielen sich um Großeltern oder Urgroßeltern handelt. Schuld ist nicht erblich. Schuld erbt man nicht. Ja, und selbst ein Überlebender des Holocaust sagt, was kann die Jugend von heute, was damals passiert ist? Klar, wir gedenken, aber die Schuld ist nicht erblich, was soll der Schuldkult? Aber dieser Beleg ist wahrscheinlich viel zu viel wieder für antideutsche Rassisten, für Gutmenschen und Linksextremisten. Wie schon gesagt, es gibt Rassen, es gibt unterschiedliche Abstammungen. Auch staatsrechtlich, juristisch belegt, selbst im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht drin, dass es unterschiedliche Rassen und Abstammungen gibt. Ich meine, wir sehen es sowieso in der Praxis, es ist hier auch einmal nochmal juristisch belegt im Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, ich zitiere, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat, seiner Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das steht im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland drin. Artikel 3, Absatz 3, kann ich Ihnen auch nochmal extra einblenden, können Sie auf Pause machen und sich das nochmal anschauen. Das Wort Rasse steht drin, aber Juristerei, Staatswissenschaft, Bildung und Politik scheint selbst für Politiker, zumindest von den Antideutschen, zu viel zu sein, weshalb sie das auch aus dem Grundgesetz juristisch streichen wollen. Selbst wenn sie es streichen würden, Rassen und biologische Abstammungen wird es immer geben. Punkt. Die Praxis zeigt es aber, es gibt unterschiedliche Ethnien, es gibt unterschiedliche Rassen, daran lässt sich nichts ändern. Aber warum wollen diese Antideutschen das Wort Rasse streichen? Wieso, weshalb, warum? Ja, weil sie keine Rassen mehr sehen wollen, sie sind selbst Rassisten. Sie wollen weltweit aus rassistischem Motiv alle Rassen mischen, damit ein Volkstod überall eintritt, wo jede Rasse, Ethnie und Kultur zerstört wird. Sie wollen einen sogenannten Einheitsmenschen schaffen. Das ist purer Rassismus und das ist auch gegen die Vielfalt dieser Welt. Auch so will man Nationen auflösen, welche die Sicherheit und Existenz von jedem Volke weltweit garantieren soll. Auch unsere Nation will man zerstören. Wir sagen jedem Volke seine Nation. Doch man schießt zunächst gegen die Weißen, gegen die Europäer. Anti-weiße Rassisten, die zum Teil aus Selbsthass und psychisch kranken Minderwertigkeitskomplexen Völker vernichten wollen. Teilweise sind sie sogar selbst weißer oder europäischer oder deutscher Abstammung. Ein kranker anti-weißer Rassismus, das gilt es zu verhindern. Wir sind, wie gesagt, keine Rassisten. Wir sehen alle Ethnien, Völker und Rassen, alle Menschen als gleichwertig, jedoch als nicht gleichartig. Aber wir wollen unsere Völker halten, wir wollen auch andere Völker gerne miterhalten, andere Nationen. Das ist pure Vielfalt, das spricht für die Vielfalt dieser Welt. Die Antideutschen hingegen wollen vernichten. Zum Schluss sei gesagt, es gibt unterschiedliche biologische Abstammungen, es gibt unterschiedliche Rassen. Daran ist nichts rassistisch, Nazi oder rechtsextrem. Ganz im Gegenteil. Die evolutionären Entwicklungen sind nun mal abgeschlossen. Die Rassen haben ihre eigenen Merkmale und es spiegelt ja auch die Vielfalt der Welt wider. Jede Rasse hat sich in ihre eigene Richtung ausgeprägt und ihren eigenen Wert. Was ist daran schlimm? Gerade deshalb, um das Dasein, die Entwicklung, die Wesensart, um das zu erhalten und um die Vielfalt der Welt zu sichern, ist es nun mal nötig und notwendig, sich mit dem eigenen weiter fortzupflanzen, umgangssprachlich nach Volksmunde das Blut reinzuhalten. Es ist kein Rassismus. Sie haben auch dutzende Videobeispiele gesehen, auch ein Beispiel des afroamerikanischen Boxers Muhammad Ali. Absolut richtig und wichtig. Schauen Sie sich auch unbedingt nochmal das Video von Axe Ost-West, von dem Feroz Khan an. Es geht ungefähr 12 bis 13 Minuten. Dort erhalten Sie noch andere weitere wichtige Informationen zu diesem Thema. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann können Sie gerne einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ebenso können Sie mir sehr gerne auf Instagram folgen, dort wird das eine oder andere zum Thema Tagespolitik immer hochgeladen. Ja, und gerne können Sie mir auch auf Telegram folgen, quasi als Rückfallebene. Ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar, schauen Sie sich die anderen Videos an und Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und tschüss.